Viel besser. So, damit herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier aus Krefeld. Und wie ihr mitbekommen habt, ich habe keinen fahrbaren Untersatz. Und wer muss da helfen? Ja, wer macht's? Gut, der Niklas. Natürlich, wieder am Start hier. Ja, was sagst du? Du wusstest direkt, was los war, oder? Ja, ich glaube, du hast mir 30 oder 40 Sekunden Sprachnotiz gemacht. Das erste war so, ja, du, ich komme gerade aus Frankfurt, bin irgendwie 2 Stunden mit der Karre geballert, bin in Krefeld angekommen und die Kupplung ist ausgefallen. Genau. Und dann habe ich schon mal aufgehört, dann habe ich dann direkt gesagt, komm, rufst du den an, ne? Weil ist bekannt, dass sie beim Nehmerzylinder halt die Membran undicht wird. Und dann pisst halt die ganze Bremsflüssigkeit in den Motorraum. Und dann hast die ganze Bremsflüssigkeit im Motoröl. Und was ich wirklich krass fand, also ja. Ich hatte 0 Kupplung. Das habe ich ja, glaube ich, im letzten Video schon erwähnt. Wirklich 0. Ich bin von der Autobahn runtergefahren. Ich hatte keine Kupplung. Wäre ich ein Fahranfänger gewesen, ich hätte mich, glaube ich, hingelegt. Ich fand es wirklich krass. Wirklich. Ich fand es wirklich krass. Und dann habe ich ja hier geschaut. Und das müsst ihr euch jetzt mal reinziehen hier. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Da ist wirklich ist nichts mehr drin. Sogar die Dichtung hat sich nach unten gezogen. Wahrscheinlich, weil der Druck unten, der Sog, ja, so groß war. Ja. Genau, der Unterdruck. Also hier ist nichts mehr drin. Man kann die Kupplung ziehen. Die ist komplett weich. Null. Also wirklich 0,000. Aber du hast, das ist wieder so ein Zufall. Das habe ich nicht verstanden. Niklas hat einfach genau die Ersatzteile, die ich brauche. Was ist das genau? Also was müssen wir jetzt austauschen? Ein Brandkit. Kann ich dir gleich eben zeigen. Ja. Soll ich es umholen? Ja, mal eben. Okay. Okay. Also das ist wirklich heftig, Freunde, ja? Genau das, was ich brauche. Niklas hat mich ja angerufen. Und genau das, was ich brauche, hatte er dann da. Und hat gesagt so, ja, kein Problem. Können wir austauschen. Das Ding ist nämlich, die 701 Wittpillen basiert ja quasi so ein bisschen auf der Basis von der 701 Supermotor. Also zumindest, was den Motor angeht. Und auch, glaube ich, oder 690, 701 ist eigentlich relativ gleich, ne? Ja, sind dieselben Nehmerzylinder eigentlich. Also das ist das Ding. Das ist ein Repair-Kit halt, ne? Hä? Magura? Ja. Also nicht original, sondern Magura ist aber auch schon... Ist schon auch original, schon, ja, ziemlich, klar, kann ich schon sagen. Ziemlich heftig. Ja. Das kleine Ding. Ja. Da bin ich, also wenn Freunde, ohne Scheiß, ich bin... Hier drüber ab. Ich bin echt gespannt, wie das aussieht. Wie kann das denn rausplöppen? Ich bin halt 2 Stunden Vollgas gefahren, ne? Na gut. Oder wegen dem Quickshift? Kann da irgendwie Belastung kommen? Mit dem Quickshift da glaube ich eher nicht. Mal erstmal hier meinen Pinny wieder auf Haut los. Schon stimmt, zweimal. Schon wieder, jetzt. Zweimal. Man kennt sich anders. Man kennt sich anders. So. Ich würde sagen, wir nehmen das Ding jetzt, machen einen kleinen Jump zur Garage und dann versuchen wir das Teil zu reparieren, weil ohne Mist, das ist so krass. Freunde, ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber wenn man keinen fahrbaren Untersatz mehr hat, ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich bin gestern Bahn gefahren. Bahn bin ich gefahren. Zum weißt Meeting. Du, wie sich das an... Nee. Ich war noch essen mit Mutter. Ja. Und dann hin sind wir mit dem Taxi. Da gibt es ja diese App, wie heißt die? YouNow ist wie Uber, nur mit Taxen. So, okay. So, hinging, zurück kam keins. Es gab keins. Ja? Also mit Bahn. Ja, und ich bin mit Bahn. Es war schrecklich. Also es klingt jetzt voll abgummer, es war schrecklich. In Krefeld Bahn fahren, Freunde. Wenn ihr in Krefeld lebt, dann wisst ihr, was ich meine. Auf jeden Fall, wir nehmen jetzt die Karre und bekommen die dann irgendwie zur Garage. Die ist so ungefähr 200 Meter entfernt und dann bauen wir das Ding mal aus, oder? Machen wir. Yes, Viel let's Spaß. Go! Beziehungsweise, Moment mal, halt du mal die Kamera. Okay. Ich hab da noch was. Das hier nicht, aber was anderes. Ja. Gib mir eine Sekunde! Eins. Interessant. Okay. Aha. So, Digga. Aha. Für die Familie, den gibt's ja nicht mehr. Dachte ich mir so, komm. Für dich noch ein und einmal das hier. Willst du mal aufmachen? Geisteskrank. Ja. Kleiner Support. Könnte dir vielleicht gefallen. Classy Choice, oder steht da? Ja. Mega, das hat schon dein Video gesehen. Ja, Mann. Das ist eins in Rot. Boah, ist ja egal. Guck mal, mit rotem Carbon. Siehst du das? Das ist echt Carbon, ne? Ja, das ist echtes Carbon und das ist in die Carbonfaser eingearbeitet. Das ist ein Armband. Gefällt dir? Mega. Ja, muss mir aber auch helfen, da dran zu ziehen. Passt das überhaupt? Ja, klar. Ich hab so dicke Arme. Ja. Ja. Dicke Arme. Dicke Arme, auf jeden Fall, dicke Digga. Arme. Das sind meine Arme. Oh Gott. So. Das passt schon. Also irgendwie macht man das fester. Das passt. Das ist geil, oder? Ja. Boah, das sieht schon sexy aus. Den gibt's nicht mehr? Nee, den gibt's nicht mehr. Der ist rausgenommen. Deswegen dachte ich, komm, gebe ich dir noch rein. Weil ich weiß gar nicht, hast du den? Doch, du hast den. Boss hat nicht. Nicht? Nee. Ja, perfekt.
Ne, so ein bisschen Support. Ja, den gibt's. Ehrlich, ohne Scheiß, den gibt's nicht mehr. Seit wann das? Seitdem der rausgekommen ist mit dem Print auf dem auf der Brust links. Ja. Ihr wisst das ja. Ja, für dich, Digga. Deine Support. Easy, Mann. So, und jetzt gehen wir zur Garage. Let's go! So, jetzt sind wir endlich an der Garage und der Niklas hat gerade entdeckt, dass wir einen Acra montiert haben. Er hat es nicht gehört. Warum auch, ist ja auch nicht lauter als der Originale. Aber sieht schon schick aus, oder? Ja, schon ganz nett. Oder so ein schöner, kleiner black. Acra. All black. All black. All black. Und Freunde, bitte, stellt mir jetzt nicht die Frage, wie ich das Ding hier hingefahren habe. Ich habe mir geschoben. Ja, natürlich, ich habe geschoben. Ja, natürlich. Ich habe mir den Helm geschnappt. Leerlauf. Zündung war an. Karre lief im Leerlauf, dann renne ich neben der Karre, da, so schnell ich kann, springe auf das Bike, den ersten Gang rein, und dann bist du zur Garage jetzt gefahren. Macht es bitte nicht zu Hause nach, es ist bescheuert. So, Niklas, ich gebe dir mal die Cam, dann machen wir jetzt mal die wirklich unaufgeräumte Garage auf. Hier hat alles angefangen. Echt? Ja, die sieht echt aus. Also, die nächtelangen Schraubereien mit der DRZ. Die sieht wirklich nicht gut aus, wirklich nicht. Obwohl, es geht eigentlich, ne? Ist nicht so schlimm. Aber es sind halt viele Kartons, die überall stehen. Der Roller gehört mir nicht hier, der ist vom Nachbarn. Das ist mein Fahrrad. Mit Zettel drauf. Hallo David, darf ich den hier hinstellen? Guck mal hier. Komm mal, die. Komm mal kurz raus. Lol. Ist das schon so eine Ehrenkiste oder nicht? Ja, guck mal hier. Das sind die Bremsscheiben, die ich verschlissen habe. So, du meintest doch letztens, die Scheibe, die ich dir gezeigt habe, die fandest du schlimm, ne? Weiß gar nicht. Irgendwie hinter. Guck dir mal die hier an. Scheibe. Hä, was hast du denn damit gemacht? Ja, gefahren. Die habe ich immer so gefahren. Hä? Das ist der richtige Kunde, also eine richtige Kunde drin. Guck mal hier. Fühl mal. Hä? Wie kriegt man sowas hin? Gefahren, bis nichts mehr ging. Ja, dadurch, dass hier Löcher drin sind, haben sich die Bremsbeläge hier immer stärker abgenutzt. Also in der Mitte ist eine richtige, das ist wie so eine Schiene hier. Ja. Die bin ich alle gefahren, bis nichts mehr ging. Und hier halt die Kennzeichen. Also das war so in den letzten Jahren, ein paar habe ich auch weggeschmissen. Also ich hatte noch mehr eigentlich. Aber guck mal hier. Eins ist richtig schlimm hier. Guck mal, das, da war gar nicht mehr viel von übrig. Das sieht noch okay aus. Das ist auch ganz schlimm gewesen. Ich habe die wirklich immer wieder geflickt. Und die waren halt noch ganz okay. Da habe ich mir dann immer ein neues geholt. Das war mein allererstes. KRJI 48. Das ist oben gebrochen von der Vibration. Passiert ganz oft bei Einzylindern. Ja, aber so viel dazu. Wir wollen ja jetzt die Husqvarna reparieren. Genau. So, wieder hier rein. Du meintest, wir müssen auch ein Ölwechsel machen, ne? Ja, meinst du, wir haben genug Öl? Welches Modul nehmen wir denn? Das ist Wahnsinn, oder? Das ist unglaublich. Irgendeins wird passen, ja, definitiv. Ne? So, David, jetzt machst du genau das, was ich immer vor jedem Video mache. Den Teppich immer kehren. Ich mach's im Video. Ja, wir kehren erstmal alles in die Garage. Vielleicht nicht, das macht es gut, das gebe ich zu. So. Hä? Die Hose gibt's in kurz? Ja, geil, oder? Freunde. Falls ihr, oh Gott, und den dreckig gibt's hier auch. Ja. Falls ihr es noch nicht wusstet, Shorts gerade jetzt für den, gut, Sommer ist jetzt eigentlich fast vorbei. Aber könnt ihr mal abchecken, gibt's auch bei 3D Supply. Lang Jogger oder eben als Short Version. Nur zu empfehlen. Ich wollte gerade sagen, weil viele nutzen das auch irgendwie zu Hause zum Chillen, ne? So wie jetzt. Eben. So, jetzt nehme ich mal wieder die Spaß, Cam. Oh Gott. Jetzt nehme ich den Niklas dran. Ich weiß gar nicht, was wir machen. Genau, wir haben den Nebenzylinder kaputt. Wie, du weißt gar nicht, was ja, wir machen? Ja, ich bin manchmal du bist so heute mal ein bisschen verpeilt hier, ne? Ich bin viel Auto gefahren. Wie viel? Ja. Heute? Also heute über 500 Kilometer. Schuch! Ah. Digga, der ist bekloppt. So roundabout 600, 650 so. 650? Ja, bestimmt, locker. Das ist schon ganz schön schon viel. Einiges, ne? Aber du meinst, du kriegst es hier heute hin, ja? Boah, also wenn das Kit passt, dann ja. Ich dachte, das passt, hast du so nachgeguckt. Nachgeguckt nicht. Also geguckt, ob du denselben Nebenzylinder hast. Ja, dann sollte es auch passen, oder? Dann sollte es passen, genau. Rein rechnerisch. Spätestens, wenn wir es ausgebaut haben und sehen, es passt nicht, dann wissen wir, dass es nicht passt. Guck mal, die Jenny ruft an. Jenny. So, wo ist denn die Jenny? Polo Papa. Wo ist der denn? Von rechts kommt zu kommen. Ja doch, wir sind ja auch von rechts gekommen. Da hat auch einer voll gehupt, hast du das gehört? Hä, ist sie noch dran? Sie ist noch dran! Kommt die mit dem Motorrad? Ja klar, hörst du nee. Doch. Nee. Niemals. Hä, fährt jetzt immer Gehweg? Nee. Ach stimmt, die hat doch die neue EXC, oder? 50er, ja. Juh. Wie von geil. Auf einmal ein Auto. Und die ist die ganze Zeit noch dran, leg mal auf. Jenny!
Ich sehe Hefe. So never ever original. No way! Warte. Jetzt sieht aus, ne? Die ist echt angegangen, ne, die Alarmanlage. Ohne Scheiß, die ist echt angegangen. Hey, alles klar. Alles klar. Moin. Hallo. Hi. Na? Oh Gott. Das ist Wahnsinn. Hast gerade gehört, die Alarmanlage ist angegangen. Wo? Oh. Ja, nicht von meinem Motorrad, hier von ihrem. Also. Die kommt jetzt gleich. Das ist krass. Oh Gott, oh Gott. Hast du es gerade mitbekommen? Die Alarmanlage ist angegangen, weil du da vorbeigefahren bist. Von einem Auto. Ja, da drüben. Legit. Legit. Wir gehen raus in Akrapovic. So, Akra? Sag mal. Boah, natürlich der DB-Eater nicht drin. Du bist schon ein Bad Girl, oder? Auf gar keinen Fall. Geile Tüte. Ja komm, wir gehen mal in die Garage hier. Kannst ruhig das kleine Stück schieben, damit die Nachbarn nicht komplett eskalieren. Freunde, ist das verrückt. Eieieiei, die Jenny. Jenny! Ich bin gerade ohne Kupplung das Stück von mir zu Hause bis zur Garage gefahren. Also wie hast du das gemacht? Ja. Ich bin neben dem Motorrad, als es lief, im Neutral hergelaufen. So schnell ich konnte, dann raufgesprungen, erst einen Gang rein. Dann bop, 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 bop. Junge, geil. Das ist so ein Schaden. Oh, jetzt lass mal die Karre ansehen. Hier, nimm mal die Cam. Mhm. Ich habe die noch nicht einmal begutachtet. Nein? Nee. Sag mal, wenn du dich einfach so auf die Straße stellst mit diesem Ding, ja, und ich meine, das ist die Polizei und ich komme die Einbahnstraße rein, jetzt bin ich reif, dann ist ja was los. Uiuiui. Oh, das ist auch die Polizei. Zum Glück war es nicht. Nee, also irgendwann bin ich hier reif, dann habe ich nämlich. Wir passen auf, versprochen. Ja. Oh, die ist richtig schick. Oh, der Krümmer, der strahlt ja auch eine Hitze aus hier. Wahnsinn. Du bist schon geheizt, oder? Kann das sein, Jenny? Verbrannt schon. Locker. Ja. Oh. Mhm. Wie happy bist du so von der Skala von 1 bis 10? Schon so 12. 12? 12. Freunde, 12, ja. Ich muss auch echt sagen, 350 ist the way to go. Das ist jetzt eine EXC 350. Aber die tun sich eigentlich nicht extrem viel. Die sind sehr ähnlich. Kommt ja quasi auch aus dem gleichen Werk, wenn man so möchte. Aber der Look ist halt schon extrem geil. Ne? Also ich finde die neuen EXC-Modelle, die sind schon echt fett. Mit Acra. Willst du noch was machen an dem Bike oder lässt du das Standard? Ah, nein. Was willst du noch machen? Also, zeig mal. Große Bremse. Ja. Auf jeden Fall. Aha. Dekor, auf jeden Fall. Vielleicht soll ich mir mal Spiegel dran machen. Stimmt! WTF. Oh, und ich ja denke mir immer so, boah, ich bin ein krasser Outlaw. Gar nichts. Ja, Jenny fährt hier ohne Spiegel. Ey, aber Tipp, ohne DB-Liter. Tipp ist neu. Tipp ist neu. Ja. Sehr gut. Ja, an der Stelle, Freunde, ja, scheiß auf Spiegel. Danke auf an den deutschen TÜV. Hauptsache der TÜV ist neu. Ja, darauf kommt es an. Das ist wichtig. Das ist wichtig, Freunde. Okay, also Dekor, Felgen, pulvern lassen. Ja, auf jeden Fall. Aber erstmal da habe ich eine gute Adresse. Kennst du wahrscheinlich noch nicht. Pulverbeschichtung Hamburg, Freunde. An der Stelle, Grüße gehen raus an Dennis. Was ist die geil. Ja. Die kann man auch einfach, ne, kann man einfach geben. Super leichtes Ding. Ja, Vorteil ist auch hier, ne? Du kannst richtig gut reinreifen. Ja, ja. Ich habe mir die eigentlich nur geholt, weil ich deine 350 gefahren bin. Weil es an das Video erinnert. Ja. Echt jetzt? Ja, echt jetzt. Ohne Scheiß. Ohne Scheiß. Weil du meine 350er gefahren bist. Ja, ich habe 350er oder 450er. Aber. So. Ja. An der Stelle möchte ich auch eine kleine Notiz für KTM hinterlassen. Ich habe hier nämlich gerade ein fast Neufahrzeug verkauft. Ja. Ich hätte gern 10% Provision. 10 nur? 10? 50. Schon besser. 50%, ja. Schon besser. Dankeschön. Ne, egal, das Ding gefällt mir. Würde ich auch gerne mal Probe fahren demnächst. Könnt ihr mal vorbeikommen. Oder wenn ihr das wollt, wenn ich Jennys XC 350 Probe fahren soll, schreibt's in die Kommentare. Das wäre richtig geil. Boah, was eine AK-Tüte. Achso, wie ich die mal hochhebe, ne? Ich stell das hier einfach, ich bin ja nicht der Stärkste. Ich stell das einfach an mein Bein und dann aufs Bein drauf, dann kann man die einfach hochheben. Mach das. Oder? Jogger, guck das mal, sieht Jenny man in der Tiefgarage mal bei dir. Jenny? Hier, mach du mal. Jetzt pass mal auf. Mhm. Die krieg ich so locker um. Locker flockig. Sogar noch besser als ich. Mehr Power. Dickerer Bizeps. Achso, der Ständer müsste gekürzt werden. Ständerprobleme, auch hier wieder ein Problem, was nicht aus der Welt geschafft werden kann, indem man das ignoriert, sondern man muss akut handeln. Hm. Wirklich. So, komm, wir machen jetzt mal die Ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert, deswegen muss ich jetzt... Nein.
David schreibt, nein, komm. Ich schraube. Ach, echt? Come on, willst du? Nee. Doch. Das sind zwei Schrauben lösen. Okay, echt? So zwei Schrauben kriege ich hin. No joke, zwei Schrauben. Zwei Schrauben kriege ich hin. Okay. Aber nur zwei, nicht drei. Zwei. Zwei und eine Hohlschraube musst du lösen. Ja, okay, gut, komm. Schaffst du? So, wo ist ein Werkzeug? Hast du Werkzeug oder soll ich holen? Nee, also weiß nicht. Es kommt drauf an. Knarre mit 8er Nuss. Yeah. Und 14er hier, Maul. Das hier? Ja. Die Plastikverdeckung, ja, ne? Knarre, 8er Nuss und 14er Maul. Das habe ich dem Sören beigebracht, das weiß ich noch. Ich da war schon Hamburg. Im Video habe ich mir das abgeguckt, ja, ja. Deswegen wollte ich jetzt so einen auf cool. Der hat die angezogen, erstmal paff gerissen. Mhm. Viel besser, ne? Freimachen, bitte. Muss los. Natürlich auch immer hier mit der Apple Watch. Das wollte ich gerade sagen. Wenn man schraubt, ganz wichtig, die muss natürlich sitzen, ne? Muss ja wissen, wie viel Uhr ist es. Genau. Oder wenn mich jemand anruft. Hey Siri? Die hört ja gar nicht. Die hört nur auf mich. Echt? Ja. Ja. Toll. Ist nicht wie bei Alexa. Hey Siri. Alexa hört auf jeden. Ja, ne? Was manchmal nervig ist. Ist auch eine Piep. Hier hinter sitzt das Teil ja, jetzt. Ja, genau. Da muss jetzt erstmal oben ein 12er müsste das sein. Genau, 12er. Den hast du mir schon parat gelegt. Sehr geil. Den schraubst du jetzt raus. Sehe ich da eine Schweißperle schon? Was? Ich schwitze. So viel Schrauben bin ich nicht gewöhnt. Boah, Digga, wie lang ist denn die Schraube hier? Das ist schon eine Schraube. Dann müsste eigentlich rausziehen können jetzt so. Okay. Sag ich doch. So, jetzt hast du da noch eine 8er Schraube. Ja, hier ist natürlich keine Flüssigkeit, ne? Nee, das ist ein Poppel. Sender? Nö. Was ist das? Das ist ein Schlauch. Eigentlich kommt da Flüssigkeit. Genau, kommt da. Aber da die ja oben schon leer ist, ne? Geht dann immer viel. So, und das hier jetzt ab und dahinter sitzt genau. Das Ding. Jetzt machst du hier schwind das Ding da unten ab. Woran kann das liegen? Du hast ja gesagt, es ist wirklich so eine Schwachstelle. Genau, woran wenn kann das abpasst, liegen, dann zeig ich es dir. Geht, okay. Konstruktionsbedingt, würde ich mal sagen. Also bei meiner hatte ich es jetzt ja letztens auch. Für Leute, die es nicht wissen, ich glaube, wir waren in Düsseldorf oder so, ne? Da haben wir das Video gedreht. Stimmt. Und dann sind wir von Düsseldorf nach Krefeld ohne Kupplung gefahren. Das, aber du hast die Kluse, genau oder? Die originale von Husqvarna. No way, sag nicht, die Kette muss ab. Quatsch. Hals, Maul, als ob. Niemals. Das glaube ich auch nicht. Das muss irgendwie bescheuert. In irgendeinem Winkel rausgehen. Ja, perfekt. So. Ja? Gucken, ob man das jetzt irgendwo von außen sehen kann. Auf jeden Fall. Soll ich mal nehmen? Ja, kannst machen. Denk da, die Dichtung darf nicht kaputt gehen. Ja, genau, also die Papierdichtung. Genau. Denn eigentlich wechselt man die auch mit, aber wir haben jetzt keine neue. Und bevor ich gar nicht fahren kann, verwenden wir die natürlich wieder. Na gut, ich lasse die nochmal drauf. Ja, warte. Also keine eigenen. Ja, wir machen gleich schön sauber alles. Ja, aber pass auf. Du ziehst da und ich zieh da. Puh. Oh Gott, die reißt gleich. Boah, haben wir noch gut gerettet. Okay, erzähl mal, warum, beziehungsweise was genau ist jetzt an dem Teil kaputt? Das ist der Kupplungsnehmerzylinder. Genau, du hast ja hier, ich nehme mal kurz in die Hand, du hast ja hier so eine Membran. Und die wird hier oder da, wo genau, weiß ich selber nicht, undicht. Es müsste auch hier ein bisschen Öl mit Bremsflüssigkeit jetzt vermischt sein. Mhm. Und da tritt das halt aus, weil du, der Kolben, das ist ja ein kleiner Kolben, das ist wie eine Bremse rein, theoretisch. Du ziehst oben, der Kolben hier wandert nach außen, drückt auf die Stange und der trennt dann die Kupplung, also die Kupplungslamellen voneinander. Du kannst auch die Stange rein theoretisch herausziehen, wenn du willst. Machen wir aber jetzt nicht. Ja, brauchen wir nicht. Ne? Du siehst, die kommt auch langsam raus von alleine, passieren tut da nichts. Mhm. Und wie gesagt, der Kolben drückt halt dagegen und ist halt da irgendwo nicht, entweder hier oder von da irgendwo, weiß ich leider auch nicht so genau. Aber wir haben ein komplettes Reparaturset. Was vorsichtig rausholen können. Aber für mich sieht die jetzt gar nicht so beschädigt aus, also... Machst du denn die Membran? Ja. Jetzt will ich ja gerade gucken, ob der jetzt hier, weil du hast hier den Kolben, der ist hier nochmal mit einem O-Ring abgedichtet. Ja. Ob der da irgendwo undicht ist oder halt irgendwo am Kolben selber. Mhm. Aber rein theoretisch, diese Manschette hier soll ja hierin abdichten. Das heißt, hier dürfte rein theoretisch keine Flüssigkeit drin sein, ne? Okay, und du siehst, es so ein bisschen sieht aus wie Bremsflüssigkeit, dieses Tropfenbildung hier. Das ist ja auch Bremsflüssigkeit hier, was du siehst. Genau. Weil Öl, das würde sich nicht so schmieren, das ist halt glatt nachher, ne? Deswegen.
Ja, schon mit der Membran, ja. Und nur im Gummi ziehen finde ich nicht so geil. Ach, Tatsache. Guck mal, da ist so ein kleiner Stift das drin. Was ist denn für ein Schmand da drin? Voll fett, ey. Ist das normal? Ja, ach, das ist fett hier in der Feder. Hier siehst du, wie sich das aufgelöst hat, siehst du? Das ist nicht so undicht. Ach, Tatsache, guck mal. Seht ihr das? Was ich schon vorher sagte, ne? Dass es eigentlich nur da sein könnte. Unglaublich. Ich finde es eigentlich, also ich finde es wirklich krass, dass wegen einer kleinen Stelle hier dann die Kupplung den Geist aufgibt. Eine kleine Stelle? Ja, also verhältnismäßig klein für so ein wichtiges Teil. Aber du kriegst wieder so viel Glück, dass ich das Ersatzteil wieder da habe. Ne? Yes, geil! Ich freue mich, gerade richtig. So viel Glück im Leben haben. Das habe ich dir schon 10.000 Mal gesagt. Ne? Glück, du eigentlich hast. Nehmen wir auch die neue Feder, ja, ne? Ja, klar. Wenn schon, denn schon. Aber ich frage mich, wie da Fett reinkommt. Das ist doch Fett, oder nicht? Guck mal. Ja, es ist Fett. Ah, von der Montage wahrscheinlich, von dem Ohrring. Ja, ist ja noch original. Die kommt ja direkt aus dem Berg. Ja. Ganz witzig an der Stelle. Letztens habe ich die Frage gestellt bekommen. David, was bevorzugst du? Hydraulisch oder Seilzug? Und ich habe gesagt, ja, hydraulisch, richtig geil. Ich meine, ihr habt Ausfälle bei beiden Systemen. Bei einem normalen Seilzug kann es einfach irgendwann reißen, wenn man den nicht alle x-tausend Kilometer tauscht. Und bei einem hydraulischen ist eben das Problem, dass sowas passieren kann, dass eine Dichtung den Geist aufgibt. Das ist halt hier jetzt ein Problem, wie Niklas gesagt hat. Aber ich denke mal, wenn man das jetzt auswechselt und regelmäßig dann auch macht, dann sollte es eigentlich passen, oder? Ich weiß nicht. Ich habe aber schon von vielen gehört, dass es dieses Problem mal gab, auch von der 701er Supermoto. Ja. Da war ich mal im Stahlwerk und hatte irgendjemand genau dasselbe Problem. Ich habe direkt gesagt, nee, mal Zylinder undicht. Das Witzige ist halt wirklich, ich habe es nicht gemerkt. Keine Ahnung, wie viele Kilometer ich damit gefahren bin. Ich war, wie gesagt, auf der Autobahn. Vielleicht ist das schon nach 100 Kilometern passiert und ich bin dann noch 100 weitere Kilometer gefahren. Und dadurch, dass ich Quickshift habe, war es halt egal. Ich habe die ganze Zeit die Gänge gewechselt, ohne dass ich die Kupplung ziehe, beziehungsweise manchmal habe ich sie gezogen beim Runterschalten, weil es eigentlich angenehmer für mich ist. Aber ich habe es nicht gemerkt. Ich habe es einfach nicht gemerkt. Und dann Autobahn, Abfahrt, runter und dann die erste Kurve. Und da ist man ja meistens noch ein bisschen schneller. Rüttel, rüttel, rüttel. Ich so, oh shit, was ist das? Ne? Und es ging einfach nicht. Es ging einfach nicht. Das hat mich echt erschrocken. So was hatte ich noch nie. So, schön saubere Fingerbraue natürlich. Weil nicht, dass irgendwie Dreck reinkommt. So, jetzt ist es eigentlich nur noch mit der Feder natürlich reinstecken. Es liegt mir so eine sexuelle Atmosphäre hier heute. Das hast du jetzt gesagt. Ja, 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 habe ich jetzt gesagt. Hier. So, ja? Ich finde immer generell bei Ohrringen nie drücken, sondern ein kleines Stück drehen, bewegen oder so. Ja, das habe ich mit meinen Ohrringen auch immer. Echt? Ja. Siehst du? Das wäre jetzt richtig mau, wenn ich das Reparaturkit jetzt auch noch kaputt machen würde. Ne, ich würde heulen. Ich würde heulen. Du wirst erstmal laufen. Ja, das sowieso, Bahn fahren. Oh ja. Ich kaufe mir dann so ein Bahnticket. Bahncard. Bahnticket 2000, wie das heißt, ne? Das sieht gut aus. Jetzt gucke ich gerade ringsum, wo ich jetzt. Da. Ah. Ah. Feder funktioniert auch. Das ist gut. Das gefällt mir jetzt. So. Das heißt, wieder einbauen? Ja. Es geht voran, Leute. Ja. Dann können wir noch eine Runde fahren, Jenny. Auf jeden Fall. Ach, alles gut. Alles gut. Ne, wir fahren noch eine Runde. Auf jeden Fall. Ja? Ja. Ich will die eigentlich ein Stück Probe fahren. Wenn ich darf, das weiß ich natürlich nicht. Also das Kennzeichen darf ich nicht schleifen, das weiß ich schon, weil das sieht so schön aus. Hat er nämlich bei meinem alten Schilder. Ja, das alte habe ich kaputt gemacht. Ja. Mit Halter. Das war witzig. Das ist Davids große Spritze. Ja. So, jetzt pumpen wir auf jeden Fall von unten nach oben erstmal Flüssigkeit durch, dass die Leitung gefüllt ist. Und dann entlüften wir ganz normal, wie sonst auch. Nein, das ist halt immer, ich mache das halt immer nur, damit die Leitung schon mal gefüllt ist. Das ist ja echt eine HC1. Ja, ja. Krass, eine standardmäßig. Standardmäßig eine HC1. Magura HC1. Ja, vorhin könnt spritzen. Das sage ich auch immer. Oh. So, jetzt würde ich da einen guten Lappen drunter tun, weil jetzt kommt da ganz viel Flüssigkeit. Jo, ich drück schon. Kommt einfach nichts durch. Ja. Das ist gut. Jetzt läuft's raus.
aus dem Entlüftungsventil. Okay, dann ist er doch. Das wollte ich haben. So, pump noch mal ganz leicht. Hier, nehmen wir mal ab, bitte. Bitte? Was? Wie bitte? Okay, Pumpe. Langsam, ne? Boah, das fühlt sich schon ganz anders an. So. Was meinst du jetzt, wie lange hält diese Dichtung? Weiß ich nicht. Ist das immer unterschiedlich? Mich würde das mal interessieren, an alle 690, 701 Fahrer. 450 FE und alles, ist ja auch verbaut. Boah, aber da habe ich das noch nie gehört. Ich habe es jetzt bei mir gehabt. Echt? Ja. Okay, dann an alle Fahrer, die schon mal dieses Problem hatten. Wie schnell ist das aufgetreten und ist es danach nochmal passiert? Würde mich echt interessieren. Kupplung hier, Undichtigkeit, schreibt es mal in die Kommentare. Boah, ich hoffe, das funktioniert jetzt. Das Wetter ist so geil. Blauer Himmel, warm. Deswegen hat man zwei Motorräder. Hast du auch? Ja. Hashtag abgehoben. Ah. Wollte gerade sagen. Mach. Hast du ja Husky im Bus gelassen, ne? Mhm. Warum bist du nicht mit der hingefahren? Ja, dann wäre das 220 Kilometer über die Autobahn. Ich kann mir da eigentlich nichts Schöneres vorstellen. Hm? Haben wir das auch schon geklärt? Das ist verrückt. Also ein Reparaturkit für den Motor hättest du jetzt nicht noch da gehabt, ne? Nee, ne? Nee. Ja, jetzt weißt du, warum er nicht mit der Husqvarna gekommen ist. Jennifer, du meinst ein ganz neues Motorrad, oder? Nach 220 Kilometer Vollgas. Also nach 220 Kilometer Vollgas ist sie definitiv fucking Kernschrott. Da geht gar nichts mehr. Vollgas, ja. Da geht gar nichts mehr. Ja, ich habe mit der hier nur Vollgas gegeben. 2 Stunden lang. Wirklich nur Vollgas. Mhm. So, David, wenn du richtig Eier hast, Gas dann voll aufreißen, den ersten Gang reinlegen. Was ist das denn wieder? Und starten. Das ist doch eine Frechheit. So was habe ich noch nie gehört. Okay. Jenny geht schon weg. Es kann sein, dass der Kupplungspunkt verstellt ist. Ihr habt ja hier. Ich habe auch gerade gedreht, ja. Ihr habt ja hier die Einstellschraube, also je nachdem, wo ihr den Kupplungspunkt haben wollt, ob hier oder da. Und ich habe eben wild dran rumgedreht, weil ich dachte, okay, die Kupplung wurde einfach nur heiß und ich kann den irgendwie noch verstellen, dass ich irgendwie wieder Kupplung habe. Das war natürlich Fehlanzeige. Du hast aber jetzt gerade gesagt, du hast die ich eingestellt. Ich habe den gerade nochmal verstellt, damit okay. Der mehr Hebelwirkung hat. Ja. Und da sieht man mal wieder, Freunde, denn Niklas ist einfach der Meistermechaniker. Ja, das kann nicht sein. Ist dezent lauter als das da. Oder? Jetzt mal ohne Witz, wie leise ist sie denn bitte mit Akra? Das kann nicht sein. Oder, Tim, jetzt komm mal nach hinten. Wir machen jetzt mal nicht einen Soundvergleich. Ja, nee, das ist einfach diese. Pass auf. Diese Euro-Scheiße. Ja, wirklich. Diese Euro. Wer braucht Euro diese? 6, Euro? Da kommt keine Musik raus. Ja. Oh ja. Jetzt taste das mal bei mir. Lauter. Ist er neutral? Ja, müsste alles. Hör mal, habt ihr alle beisammen? Mensch! Ich rufe gleich die Polizei. Ja, Freunde, da sieht man mal wieder, die deutsche Bürgerschaft ist einfach spießig drauf. Ist unglaublich, oder? Es ist unglaublich. Da macht man einmal, das ist, ja, wir sind ja auch in Krefeld, ja? Krefeld ist einfach, guck mal da oben, hallo. Ist das eine Wohnung oder eine Werkstatt hier? Also wir dürfen hier schrauben vor der Garage. Wenn das so weitergeht, benachrichtige ich den Vermieter. Ja Mensch, auf wenigen einer Minute, man kann das auch aber freundlich so sagen. Wir machen ja jetzt Ruhe, ja, wir machen jetzt Ruhe, keine Sorge. Die Rentner, Freunde, die regen sich auch immer auf, ja. Ja, ist unmöglich, ne? Das ist, ja. Wenn man einmal kurz den Motor aufdreht, das sind die Leute, die können sich einfach nicht begeistern für sowas Tolles. Ne? Ist schade, oder? Ist echt schade. Da ruft ja die Polizei. Ja, dann kommt die. Weißt du, was die sagt? Geiler Sound. Geiler Sound. Jetzt die Katze hat sich mal abgeschreckt. Ja, guck mal hier. Das ist ganz gemütlich. Das ist ja lächerlich, oder? Freunde, echt. Also da, man muss sich da wirklich zusammenreißen, dass man nicht ausfallend wird. Ne? Immer nett sein, freundlich sein. Deswegen hier jetzt einer Sekunde, das ist doch... Vor allem, die kamen jetzt hier überall raus, ne? Wie die Lemminge, ne? Kommen hier aus allen Ecken raus. Das gibt's ja gar nicht. War ja nichts. Ja, das ist doch lächerlich, ey. Quatsch ist das. Geil. Ja, wir sind ready to rumble. Das heißt, wir können eine Runde fahren. Ja? Auf jeden Fall. So, eine Runde fahren? Auf jeden Fall. Hände sauber machen. Hände sauber machen. Ja, wie denn? Aufräumen.
Okay, wir räumen auf. Aufräumen. Sauber und dann fahren wir gleich, oder? Was soll das? Ha? Könnt ihr mal kurz Handvergleich machen, wer von euch beiden geschraubt hat und wer nicht? Nee, mach mal so. Wer die größeren Hände hat. Du hast auf jeden Fall, du hast voll die kleinen Finger. Mach mal so. Wer hat die krüppeligeren Hände? Du hast auf jeden Fall richtig kleine Hände, Digga. Hä, was? Du hast voll die kleinen Hände. Ich habe eigentlich richtige kleine Hände. Hä, wir haben beide dieselben. Guck mal, das sind richtig kleine Hände. Guck mal, wie klein die Finger sind. Weißt du, was das ist? Das sind Hände, die gearbeitet haben. Guck mal hier, so die Handfläche ist gefühlt vom Typen und das hier von einem 7-jährigen Mädchen. Ja. Hä, das sind kleine Hände. So, und damit auch, wir labern Freunde jetzt aber zu viel. Übrigens, ne? Ja, genau, so, das nennt man Freunde. Wir labern jetzt nicht viel, wir ziehen uns jetzt um, dann springen wir auf die Bikes und dann gehen wir auch nachher noch was snacken. Aber erstmal eine Runde fahren. Ich muss noch die XT-Probe fahren, oder? Auf jeden 3, Fall. 3, 2, 1, let's go. Puh. Jetzt muss man die Musik hier erstmal ausmachen, sonst wird es geclaimed, Mann. Demonetarisierung. So, pass mal auf, Niklas. Das Ding hier hast du ja vorhin schon gesehen, ne, bei mir auf dem Schreibtisch. Yes. Das ist für dich. Mhm. Ah. Für dich. Da steht aber David Boost drauf. So, für dich, mach mal auf. Zustellung für Express auch noch. Ach du Scheiße. Alter. Also man hat mir gesagt, der hat sehr viel Geld gekostet. Der Brief. Ja, damit er so schnell da ist. Oh. Ready to race. Oh, genau, falsch aufgemacht. Ja, wir drehen es nochmal. Aha, was steht denn da? Soll ich lesen oder willst du lesen? Ja, du kannst ruhig lesen. Lieber Niklas, ich habe gehört, du würdest gern mal unsere absolut KTM Supermoto Perfection testen wollen. Herausfinden, ob sie sich wirklich so geisteskrank fahren lässt, wie alle sagen. Unser KTM-Händler Motorpapst aus Düsseldorf stellt dir dafür gern ein paar Tage die KTM 96 SMCR zur Verfügung. Ich freue mich auf deinen Testbericht. Ganz liebe Grüße, Kati von KTM Deutschland. Hast du Bock, Digga? Mega. Hast du Bock? Easy. Also ein paar Tage, 96 SMCR. Danke, Kadi. Ohne Kilometerbegrenzung, Digga. Ohne Kilometer, boah, okay, ballern. Hast ja. Du richtig. Boah. Du kannst auch mal wirklich damit eine Tour fahren. Habe ich mir sagen lassen. Ist geil? Ist cool. Geil, Mann. Boah. Yes! Überraschung geglückt. Geil, du wusstest davon nichts, ne? Nee. Ja. Genauso muss das auch. So, jetzt gehen wir aber endlich in den Motovlog. Verdammt nochmal, let's go! So, jetzt sind wir auf dem Motorrad hier. Meine Güte, was verspreche ich mich hier schon, weil ich so hype bin. Wir sind jetzt auf jeden Fall auf dem Motorrad. Jenny auf ihrer 350er EXC. Die steht hier wirklich phänomenal gut. Warte, ich muss dich mal ein bisschen lauter machen. Sag mal was. Okay, wir sind zwar über Sena verbunden, aber ihr könnt Jenny jetzt leider nicht hören. Ich nehme ja nicht mal mit dem Sena auf, weil ich damit so viel Probleme hatte. Und der Tim ist auch am Start mit seiner 125er Duke. Und wir fahren jetzt erstmal ein Stück, weil meine Bitpillen muss ich natürlich noch warm fahren. Sie steht hier, wirklich. Die sieht richtig gut aus, ja. Also wenn du mich jetzt fragen würdest, du oder das Motorrad, würde ich auf jeden Fall sagen, das Motorrad. Danke. Ist echt geil. Yes! Woo! Es freut mich, krieg ich immer meine eigene Stimme nicht mehr, wenn du Gas gibst. Ist das heftig. Aber ich freue mich mega, dass wir das jetzt noch geschafft haben. Also nochmal dickes Dankeschön an Niklas Wetterhahn. Lasst ihm einfach mal ein dickes Abo da, ein Like da. Schreibt ihm mal unter das letzte Foto. Bitte macht das jetzt. Wenn ihr bis jetzt schon geguckt habt, dann macht das bitte. Schreibt mal unter das letzte Foto Hashtag Ehrenmann, weil Niklas einfach ein Ehrenmann ist. Er ist heute irgendwie 500 Kilometer oder so mit seinem Auto gefahren. Er kam aus Bayern und er ist dann direkt zu mir, weil ich gesagt habe, Digga, ich brauche Hilfe, mein Motorrad fährt nicht mehr. Hast du da eine Lösung? Und er kommt noch mit dem Ersatzteil. Das ist einfach geil. Also wenn ihr so Freunde habt. Alter Schwede, war das laut. Alter Schwede, war das laut. Alter Schwede. Du bist doch vollkommen bekloppt. Vollkommen bekloppt. Sollen wir mal tauschen? Okay, komm, wir nutzen die Gunst der Gelegenheit. Yes, perfekt. Ja, hier knallt es dauerhaft. Hier muss ich gar nichts machen, schon im Stand. Ja, die geht von alleine aufs Hinterrad. Ich wollte eigentlich gar keinen Wheelie machen. Ja, guck mal, Puls im Ohr. Geil. Aber sowas finde ich cool, nicht wie vorhin. Das war halt wieder ein extrem Paradebeispiel für, ey, ich bin Deutsch, also ich bin selber Deutsch, ne? Das soll jetzt nicht irgendwie so feindlich sein, aber ey, ich bin Deutsch und alles, was Spaß macht oder irgendwie anders ist, das ist falsch, das ist schlecht. Ich habe dafür Verständnis, wenn man es übertreibt, aber 10, 20 Sekunden, Freunde, mal im Ernst, also das, was wir gerade gemacht haben, wir haben davor den Motor nicht einmal laufen lassen.
da, also da muss man jetzt nicht direkt so abgehen. Und ich wäre wirklich der Letzte gewesen, und das meine ich jetzt todesernst, ich wäre der Letzte gewesen, der irgendwie gesagt hätte, nee, wir machen jetzt weiter. Wenn die einfach nur nett gesagt hätten, hey, wir haben gerade Feierabend gemacht, wir waren lange arbeiten, wäre cool, wenn ihr ein bisschen leiser sein könntet. Dann bin ich der Letzte, der sagt, ey, was soll das denn hier, wir machen jetzt, was wir wollen, dann habe ich vollstes Verständnis. Aber wenn man direkt so aggressiv mir gegenübertritt, direkt sagt, der erste Satz war ja, ey, wir holen die Polizei, wir rufen jetzt die Polizei, dann denke ich mir auch so, okay, was soll das jetzt? Das fand ich nicht so cool. Sonst, ich würde sagen, ich bin einer der verständnisvollsten Menschen. Wirklich. Ich nehme immer Rücksicht, wenn man mir das sagt. Das ist halt das Ding. Ansonsten mache ich halt auch ein bisschen Krach mal. Die Standdrehzahl ist ganz schön hoch, ne? Ist das extra so? Ist aber gut für Wheelies. Es ist wirklich geil. Wenn die Standdrehzahl hoch ist, ist es geil für Wheelies. Okay. Ah, der Tank ist auch interessant. Der ist so ein bisschen nach links angerichtet hier. Der geht so ein bisschen schräg, ne? Ja, nee, bei meiner, also ja, also XC weiß ich nicht, aber meiner FE ist komplett gerade. Ja, komisch. Probier mal den Quickshifter aus. Beschleunige mal richtig durch, dreht halt schön hoch, ja. Und, ist geil? Gut, oder? Der Tim lacht sich nur kaputt, wie du hier Gas gegeben hast. Geil. Ah, wunderschön. So Leute, ich würde sagen, bevor wir jetzt hier lange schnacken, wir skippen mal zum guten Niklas. Und ja, das sollte dann auch im Idealfall der Flo sein. Bis gleich. So, wir sind jetzt fast bei Niklas angekommen. Düsen hier noch ein bisschen durch die verkehrsberuhigte Zone. Und da ist er schon da? Guck mal, Niklas lädt schon aus. Der war ganz schön schnell. Wo ist denn Flöchen? Hallo, Flo. Hä, wo ist denn Flo? Da! Hey! Boah. Boah, also ohne Scheiß, Jenny. Ich hab dir meinen Dank auszusprechen. Das war richtig geil. Danke für die Fahrt. Ich hoffe, du hattest auch ein bisschen Spaß auf der Wittpillen 701. Boah, ist das ein geiles Ding. Ich brauche auch eine ganz neue 350. Aber Brudi, erstmal hi. Komm mal her. Ich hoffe, du musstest nicht lange warten. Wir gehen jetzt was essen. Echt? Ja. Jetzt sag nicht, du bist wieder raus. Nein, 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 nein. Wieso? Hast du schon gegessen? Ja, nein, aber ich essen kann ja auch zu Hause. Nein, wir gehen jetzt zusammen essen. Wir gehen jetzt zusammen essen. So, so sieht's aus. Und ich beende damit auch den Vlog. Nochmal danke an euch alle, ihr seid geil. Auch an dich. Lena, du hast noch gar keine Begrüßung bekommen. Ja, bevor jetzt die Leute in die Kommentare schreiben, David, was bist du für ein Arschloch? Sag mal lieber ein Gentleman. Grüße gehen raus an alle hier, an Tim, an Jenny, an Lena, an Flo und vor allem an Niklas. Du bist der Ehrenmann heute. Schreibt unter den letzten Post, Hashtag Ehrenmann. Wirklich, ich will, dass das ganze verdammte Bild voll gespammt ist. Wirklich. Legit. Ha? Schon so 3 Kommentare. So, oder 12. 12 Kommentare, Digga. Safe. Leute, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wie immer, genießt die restlichen Tage und ich will jetzt, dass alle mitmachen. Das Allerwichtigste, geht steil. Wupp. Yes.